Allgute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 161 Flora und Fauna der magischen Welt. Jeder hatte seine Aufgabe bekommen. Harry sollte sich um die tierischen und mineralischen Zaubertrankzutaten kümmern und alles über sie herausfinden, was die Bücher hergaben. Anfangs war er erschrocken, weil er glaubte, er hätte mehr zu tun als Remus. Doch nachdem Hermine ihm die Liste gegeben hatte, konnte er erleichtert durchatmen. Es handelte sich nur um 3 Zutaten. Der arme Remus, dachte Harry, war mit 21 pflanzlichen Zutaten offensichtlich sehr gut ausgelastet. Doch der murrte nicht, nachdem er seine Liste überflogen hatte. Im Gegenteil, denn Remus sagte mit leuchtenden Augen, als er eine bestimmte Zutat entdeckt hatte. Oh, das könnte interessant werden. Informationen über alles zu beschaffen, was mit der menschlichen Seele in Zusammenhang stand, machte sich Hermine zur Aufgabe. Sie hatte beim Minister, dem sie ganz offiziell ein Schreiben geschickt hatte, um Einblick in die Krankenakten von Verurteilten gebeten, die dem Kuss eines Dementors ausgesetzt gewesen waren, zu Forschungszwecken. Weil sie Heilerin war, oder weil sie Arthur sehr gut kannte, verwehrte man ihr den Zugriff nicht. Doch sie musste im Vorfeld viele Fragen beantworten. Besonders war Hermine an den Berichten von Ministeriumsmitarbeitern interessiert, die tatsächlich mal einem solchen Kuss zugesehen hatten, ob nun versehentlich oder absichtlich. Mit vielen Auflagen, die über eine zeitliche, sehr knappe Begrenzung des Studiums der Gefängnisakten bis hin zu von ihr zu unterzeichnenden Anträgen, mit denen sie ihr absolutes Stillschweigen versichern sollte, hatte das Ministerium ihr die Unterlagen tatsächlich recht schnell zukommen lassen. Sie hatte 3 Tage Zeit, um die Berge an Dokumenten zu studieren. Ohne Zeit zu verlieren, machte sich Hermine sofort an die Arbeit und vergaß derweil, ihre Mahlzeiten einzunehmen. Wenn Wobble nicht gewesen wäre, der ihr dann und wann unaufgefordert einen Happen zu essen brachte und zu entsprechender Zeit auch mal einen Tee oder Saft, dann wäre Hermine wahrscheinlich dehydriert. Die gut 20 Kilo Pergament, die das Ministerium ihr zur Ansicht geschickt hatte, war Hermine in Windeseile durchgegangen, damit sie sich die wichtigen Schriftstücke herauspicken konnte, auf die sie sich konzentrieren wollte. Es waren nicht die Vorher-Nachher-Berichte über Gefangene, auf die sie es abgesehen hatte, sondern die wenigen Augenzeugenberichte, die vielleicht etwas über das Verhalten und Aussehen der Seele sagen konnten, wenn diese während des Vorgangs des Dementorkurses überhaupt zu sehen wäre. In einer Zeitspanne von ungefähr 40 Jahren waren 6 schriftliche Aussagen und Berichte von Zeugen zustande gekommen, die dem Dementorkurs als Zuschauer beigewohnt hatten. 5 von ihnen waren kurz darauf zu Patienten des Mungos geworden und sie waren es noch heute, sofern sie nicht bereits den Tod gefunden hatten. Der 6. war der einzige, der nach der Urteilsvollstreckung eines Häftlings noch immer imstande gewesen war, einen vollständigen und detaillierten Bericht über seine Beobachtungen zu verfassen. Die Aufzeichnungen umfassten mehrere Seiten und es wurde sehr genau geschildert, was während des Dementorkusses geschehen war. Eine Gänsehaut lief Hermine den Rücken hinunter und sie verfluchte ihre Fantasie, weil sie sich das Gelesene bildlich sehr gut vorstellen konnte. Sie nahm einen Schluck Tee, bevor sie sich still der Aussage eines Zeugen widmete. Sie las laut vor.
Der verurteilte Mörder wartete in der entsprechenden Zelle auf dem Boden zusammengekauert auf den Kuss. Als sich der angeforderte Dementor näherte, begann der Häftling aufgrund der gefühlten Minusgrade heftig zu zittern. Er kroch auf dem Boden herum, suchte schluchzend nach einem Ausweg und bemerkte mich, wie ich durch den Schlitz in der Tür hineinspähte. Das Flehen, ihn hinauszulassen, gefolgt von den Versprechungen, ein guter Mensch zu werden, war vorhersehbar und berührte weder mich noch den Dementor. Obwohl man ihm im Vorfeld darüber aufgeklärt hatte, dass er nicht um sein Leben fürchten muss, war seine Todesangst nicht zu übersehen. Es folgte erneut der verzweifelte Versuch des Gefangenen, alternative Vorschläge zu seiner Urteilsvollstreckung zu unterbreiten. Wiedergutmachung bei der Familie der Opfer, lebenslange freiwillige Dienste im sozialen Bereich, am Ende die Bereitschaft, uneingeschränkt alles tun zu wollen, was man von ihm verlangte, wenn man nur den Dementor aufhalten würde. Bis zuletzt hatte der Gefangene nicht nur mich, sondern auch den Dementor um Gnade gebeten, was ihm nicht vor seiner gerechten Strafe bewahrte. Der Dementor schwebte auf den Mann zu und begann alsbald mit der Verstreckung, mit dem Kuss. Entgegen der allgemeinen Vermutung, dass der Kuss nur wenige Sekunden andauern würde, wurde ich vom Gegenteil Zeuge. Anfangs verköstigte sich der Dementor an den glücklichen Erinnerungen, sofern noch welche nach den 9 Jahren, die der Mann bereits in Azkaban absitzen musste, vorhanden waren. Während dieser Phase kroch der Gefangene zur Tür und richtete sich auf, sah mich an. Gut zu erkennen waren die noch tiefblauen Augen, mit denen er trübe und ziellos umherblickte. Noch immer bat er, die von ihm als Irrsinn bezeichnete Vollstreckungsmethode zu überdenken. Noch bevor alle glücklichen Momente genommen waren, zeichnete sich Melancholie im Gesicht des Gefangenen ab. Ich darf vermuten, dass es die Taktik eines Dementors ist, das Opfer zunächst jeglicher Lebensfreude zu berauben, damit es sich gegen den eigentlichen Kuss weniger zur Wehr setzt. Mit bloßem Auge konnte ich nur wenig von der spärlich leuchtenden Energie erkennen, die aus dem Mund des Gefangenen gesaugt wurde. Mehr konnte ich jedoch mit meinen anderen Augen sehen. Die Seele möchte ich wie eine zähe, üppige Masse beschreiben, die kaum noch durchsichtig war, sondern strahlend weiß leuchtete. An einigen Stellen wies sie grobe Risse auf, was der Gefangene mit seinen Morden selbst zu verantworten hatte. Der Dementor war nicht in der Lage gewesen, die partiell gespaltene Seele in einem Stück zu vertilgen. Immer wieder öffnete er seinen Mund und setzte neu an. Der Gestank des Dementors war für mich, weil das Szenario direkt vor meinen Augen stattfand, nur noch schwer zu ertragen. Doch viel schlimmer war die wimmernden Geräusche des Gefangenen, der abscheuliche Qualen erlitt, die vermutlich mit kaum einem vorstellbaren Schmerz zu vergleichen war. Ich konnte auch den Grund dafür sehen, warum es für einen Menschen so schwer zu ertragen war, einem Kuss lediglich beizuwohnen. Denn es war nicht nur der Geküsste, der so herzzerreißend um Hilfe flehte, sondern auch dessen Seele, die, kaum hatte sie den Körper durch den Mund verlassen, in alle Richtungen zu entweichen versuchte, um nicht dem Dementor zum Opfer zu fallen. 2-mal konnte ich einem dieser austretenden und langsam verblassenden Seelenteile aus dem Weg gehen, doch am Ende hatte mich ein kleiner Fetzen gestreift. Die Berührung einer Seele, die solche Qualen erleidet, weckt wahrscheinlich in jedem Menschen eine tiefe Erschütterung. Denn der winzige Teil des Gefangenen, dem ich nicht ausweichen konnte, schien mit meiner Seele kommuniziert zu haben, hatte mein Innerstes um Hilfe angefleht. Verständlich ist daher, dass Menschen, die die entströmende Seele mit bloßem Auge nicht wahrnehmen und deswegen nicht zur Seite treten können, dem überwältigenden emotionalen Kontakt hilflos ausgeliefert sind, der daraus resultierenden psychischen Belastung nicht standhalten können. Selbst an mir, der nur von einem kleinsten, sichtbar vergehenden Hauch berührt worden war, ist diese ergreifende Verbindung nicht spurlos vorübergegangen.
Ich konnte beobachten, wie mit der Entweichung der Seele auch die blauen Augen des Gefangenen von Mal zu Mal dunkler wurden. Vollständig schwarz wurden sie erst, nachdem der Dementor sich dem letzten Teil der Seele widmete. Es handelte sich um einen augenscheinlich sehr kleinen Teil, nur unwesentlich größer als ein Glühwürmchen, der das Herzstück der Seele darzustellen schien. Denn an Intensität war es von den zuvor beobachteten Seelenstücken schon rein optisch nicht zu übertreffen. Erst nach Verlust dieses Herzstücks wies der Gefangene die üblichen Merkmale eines Geküssten auf. Teilnahmsloser Blick, emotionslose Miene, eine schwarze Augenfarbe, Antriebslosigkeit. Der Mann konnte sofort nach der Urteilsvollstreckung mit seiner Arbeit in der Küche beginnen. Die Behauptung, ein Dementorkuss würde schmerzlos vonstatten gehen, ist hiermit widerlegt. Ich empfehle dem Ministerium, die Dementoren zwar weiterhin als Wächter in Azkaban einzusetzen, aber von einer Bestrafung durch den Kuss abzusehen. Durch die nicht öffentlich gemachte Überlegung, in der Ministeriumabteilung aufbewahrte Gegenstände zur Bestrafung für Gefangene zu verwenden, ist aufgrund zu weniger Informationen über entsprechende Objekte nicht ratsam. Tief Luft holend schloss Hermine die Augen und da bemerkte sie, dass ihre Wimpern ein wenig zusammenklebten. Sich die Augen am Ärmel trocknend, griff sie ihren Kniesel, der in eine Duldungsstarre verfiel, und sich von seinem Frauchen, die das jetzt dringend brauchte, streicheln ließ. In Gedanken ging sie das Gelesene nochmals durch. Für den Gefangenen empfand sie großes Mitgefühl, auch wenn der Ministeriumsbericht sehr nüchtern verfasst worden war. Was er auch getan haben sollte, ein lebenslanger Aufenthalt in Azkaban wäre ihrer Meinung nach genug Strafe gewesen. Nicht einmal ihrem ärgsten Feind würde sie einen Dementorenkuss wünschen. Als ihre Logik und ihr Forscherdrang wieder Oberhand gewannen, wurde sie skeptisch und las nochmals einen bestimmten Abschnitt. Mit bloßem Auge konnte ich nur wenig von der spärlich leuchtenden Energie erkennen, die aus dem Mund des Gefangenen gesaugt wurde. Mehr konnte ich jedoch mit meinen anderen Augen sehen. Hermine blätterte zum Ende des Berichts und legte eine Hand auf ihre Brust, als sie die Unterschrift von Alistair Moody erblickte. Er war derjenige gewesen, der den Bericht verfasst hatte, der einem Kuss beigewohnt und nicht den Verstand verloren hatte, weil er mit seinem magischen Auge dazu imstande gewesen war, sich vor den Seelenteilen in Acht zu nehmen, die ihn ansonsten mit ihrer vollen emotionalen Wucht getroffen hätten. Das schriftlich festgehaltene Szenario durchdenkend, zog Hermine eine vage Assoziation zu dem von Alistair als Kernstück benannten Teil der Seele, der als letzter den Körper verlassen hatte, und dem von Severus als kleines Überbleibsel bezeichneten Rest, der bei ihm noch ab und an noch aufzulodern vermochte. Es klopfte. Dunkle Augen, die sofort wie ein Chamäleon die Farben wechselten, nachdem sie ihren Gast herzlich begrüßt hatte, blickten sie skeptisch an, bevor Severus vorwurfsvoll fragte. Ist Ihnen heute vielleicht irgendetwas entgangen? Mit zusammengekniffenen Augen dachte Hermine angestrengt nach, doch ihr fiel nichts ein, sodass Severus ihr auf die Sprünge half. Der Wolfsbandtrank rührt sich nicht von allein an. Oh! Sie hatte ihn doch glatt vergessen. Ich komme sofort. Nicht mehr notwendig. Er köchelt bereits auf kleiner Flamme. Es wäre nur nett zu erfahren, ob Sie sich morgen und übermorgen eventuell auch rar machen möchten. Er klang so missgestimmt, dass es ihr leid tat, ihn in letzter Zeit vernachlässigt zu haben. Severus, bitte nehmen Sie es mir nicht übel. Ich werde die beiden anderen Tränke für Remus brauen. Versprochen. Während sie gesprochen hatte, war sein Blick in ihrem Zimmer umhergeschweift und verweilte am Ende auf den vielen aufgeschlagenen Akten auf ihrem Couchtisch, bevor er sie fragend anschaute. Sie schaute kurz hinter sich, bevor sie sich Severus wieder zuwandte. Sie könnten mir helfen, wenn Sie Zeit haben. Ich denke nicht, erwiderte er nüchtern.
Einen letzten Blick auf die Unordnung auf ihrem Tisch werfend, drehte er sich um. Doch sie hielt ihn mit einer unerwarteten Frage vom Gehen ab, weil sie unverblümt fragte: Haben Sie Lacus Aeterna verändert? Nur mit der Information, ob das Rezept des Trankes, der sich an der Seele zu schaffen gemacht hatte, von ihm verändert worden war, konnte sie zielstrebig weiterarbeiten. Wie versteinert war Severus auf dem Gang im 4. Stock stehen geblieben, doch er drehte sich nicht zu ihr um. Sie ahnte, dass er den Trank modifiziert haben musste, denn ansonsten war dessen Auswirkung nicht lenkbar und Severus wäre dieses Risiko sicherlich nicht eingegangen. Kaum zu vernehmen, hörte sie ihn antworten. Nein. Er klang ruhig, wenn auch sehr mutlos. Zu einer Frage ansetzend entwich Hermine nur ein einziges Wort. Aber... Schnelle Geistesblitze hinderten sie am Reden, denn in Gedanken gingen sie zig verschiedene Möglichkeiten durch. Sie konnte und wollte nicht glauben, dass er so unvorbereitet einfach diesen Trank gebraut und eingenommen haben sollte, denn das hätte ihn auch seine gesamte Seele kosten können, wie es im Buch Leib und Seele geschildert wurde. Es hatte nicht gerade wenig Fälle gegeben, bei denen die Patienten ähnlich wie nach einem Dementorenkuss völlig antrieblos waren und schwarze, entseelte Augen bekommen hatten. Denken Sie einen Schritt weiter, gab er als Hinweis, als hätte er ihre Gedankengänge genau vernommen. Auf der Stelle kam sie seinem Ratschlag nach und mit einem Male manifestierte sich eine mögliche Antwort vor ihrem geistigen Auge. In dem Buch Schützende Hände hatte sie von Tränken gelesen, die etwas bewahren würden, Tränke, die den Intellekt schützen und somit gegen Senilität immun machen konnten, Tränke, die die vorhandene Liebe zu einem Menschen immer aufrechthalten würden. Sie hatte auch von einem Schutztrank gelesen, der bestimmte Bereiche des Herzens und des Geistes behüten konnte. Es wäre nicht möglich, dachte Hermine, dass er auch einen Trank eingenommen hatte, der ihm einen Teil seiner Seele sicherte. Severus. Doch kaum hatte sie seinen Namen gesprochen, da setzte er sich wieder in Bewegung, um in den Kerkern den Trank für Remus brauen zu können. Eben jener Remus kniete in dem Zimmer neben Hermines auf dem Boden, direkt vor einem kleinen Couchtisch, der unter der Last etlicher Bücher, die er aus der Bibliothek ausgeliehen hatte, zusammenzubrechen drohte. Schon die erste Zutat, wenn sie auch selten war und genauso selten Verwendung fand, hatte es in sich. Auf 12 Seiten Pergament waren seine Gedanken bereits notiert. Er war in einem Buch über den Begriff vegetatives Seelenvermögen gestoßen, was ihn hellhörig werden ließ. Als er diese Spur weiterverfolgt hatte, war er am Ende bei einer Schrift von Aristoteles selbst angelangt, der sogenannten De Anima, einer antiken Abhandlung über die Seele. Das war eigentlich Hermines Thema, doch wenn er schon darüber stolperte, würde er sich auch gewissenhaft damit befassen. Nach diesem historischen Ausflug war ihm ein weiteres Buch in die Hände gefallen, in welchem diese erste Pflanze, die Hermine ihm auf die Liste geschrieben hatte, detailliert behandelt wurde. Der gespenstige Steinregen. Im Gegensatz zu seinem tropischen Verwandten, der unheimlichen Gespensterpflanze, die ohne große Lichteinwirkung schnell und hoch wachsen konnte, konnte man die magische Variante dieser Kletterpflanze mit ihren riesigen Blüten an Orten finden, an denen kein einziger Sonnenstrahl heranreichte. Die nicht vorhandene Sonnenbestrahlung machte den gespenstischen Steinregen zu einer Pflanze, die, wenn überhaupt, in fragwürdigen und auch schwarzmagischen Tränken Verwendung fand. Die großen Kapselfrüchte der Pflanze waren als Zutat besonders wirkungsvoll und waren Bestandteil des Trankes, den Severus vermutlich eingenommen hatte. Die Inhaltsstoffe des Fruchtfleisches der Pflanze konnten auf den Thymus einwirken. Remus stutzte und notierte sich sofort, dass er nachschlagen musste, welches Organ im menschlichen Körper mit Thymus gemeint sein würde. Doch dann hielt er inne,
und dachte nach. Gerade eben war er auf Ähnliches gestoßen und so nahm er nochmals die Abhandlung von Aristoteles in die Hand und las. Da war es, dachte er. Thymos war nichts anderes als die lateinische Form des griechischen Thymos. Und das war laut Homer die Bezeichnung für die Gemütslage eines Menschen. Wäre es möglich? Remus fragte sich selbst, ob das genannte Organ womöglich der Sitz aller Empfindungen darstellen könnte. Denn wenn eine Zutat in einem Trank verwendet wird, die auf den Thymus einwirken kann... Ein Klopfen riss ihn aus seinen Gedanken. Persönlich seinen Gast empfangend, weil er es für höflicher hielt, als die Tür einfach nur per Stab zu öffnen, staunte er nicht schlecht, als Severus vor ihm stand. Mit einem Kelch in der Hand, dessen Inhalt den unverkennbaren Gestank der ursprünglichen Form des Wolfbandtrankes verströmte. Severus, komm doch rein, bat Remus freundlich, doch dieser schüttelte ablehnend den Kopf. Nein, danke. Wenn sie die Freundlichkeit besäßen und den Trank endlich einnehmen würden. Den Kelch entgegennehmend verzog Remus das Gesicht, denn er wünschte sich das angenehme Vanillearoma herbei, welches Hermine dem Trank immer beigemischt hatte. Er würde sich jedoch nicht bei Severus beschweren, denn er war froh, dass es überhaupt jemanden gab, der ihm den Trank zubereitete. Solange er noch heiß ist, zischte Severus ungeduldig. Es gab nur eine Möglichkeit, und daher nahm Remus den Trank genauso ein wie früher, Luft anhalten und das Gebräu hinunterschütten. Ich glaube, begann Severus gereizt. Ich werde lieber Albus darüber unterrichten, dass sie anscheinend die Zeit für ihren Trank vergessen haben. Er kniff die Augen unmerklich zusammen und fügte mit öliger Stimme hinzu. Wie schon einmal? Das ist unverantwortlich. Severus, ich... Ihren Pass, forderte Severus. Was? Einmal die Augen rollend, erwiderte Severus, genervt. Ihren Tränkepass. Oh ja, Moment bitte. Remus stürzte zum Tisch hinüber, wo der Tränkepass vom Ministerium war. Irgendwo musste er unter den ganzen Büchern vergraben sein. Ein Aufrufezauber würde sicherlich für Unordnung sorgen, sodass er die Bücher einzeln anhob, um unter ihnen nachzuschauen. Severus wartete in der Zwischenzeit an der offenstehenden Tür und er machte keine Anstalten, seinen Missmut über die lange Wartezeit zum Ausdruck zu bringen, denn er seufzte laut. Endlich hatte er den Tränkepass gefunden, auf dem Severus für heute seine Unterschrift gab. Remus gab ihm gleich darauf den Kelch zurück, doch bevor Severus mehr als 2 Schritte gehen konnte, fragte Remus ihn. Sag mal, du bist doch sehr bewandert in... Der finstere Blick seines ehemaligen Mitschülers, der sich in Windeseile umgedreht hatte, ließ ihn stocken. Ich meine, vielleicht kannst du mir helfen. Es geht um ein menschliches Organ. Da Severus stehen geblieben war und zuhörte, fragte Remus ganz deutlich. Weißt du, was der Thymus ist und wo er liegt? Gleich einer Raubkatze bewegte sich Severus lautlos auf ihn zu, bis er dicht bei ihm stand und eine Hand hob. Remus wich aufgrund der unerwarteten Bewegung zurück, woraufhin Severus hämisch grinste. Der Thymus, begann der Tränkemeister, während er abermals die Hand hob, ist ein zweilappiges Organ, welches sich beim Menschen... Die Hand wanderte zu Remus' Brustkorb. Gleich oberhalb des Herzens befindet, genau. Er tippte mit einem langen Zeigefinger auf eine Stelle auf Remus' Brust, die sich ungefähr in Achselhöhe befand. Die Hand wieder fallen lassend, fügte Severus bösartig hinzu. Eine Stelle, die von Werwölfen gern aufgebrochen wird, damit sie ans Herz ihres Opfers gelangen können. Die Lippen zusammenpressend und die Bemerkung hinunterschluckend, versicherte Remus betroffen. Ich habe nie irgendwas bei irgendjemandem aufgebrochen, Severus. Jedenfalls nicht, sofern Sie sich erinnern, nicht wahr? Stichelte der Tränkemeister. Ich... Im Moment war Remus nicht sauer, sondern verletzt, was sich in seiner Stimme niederschlug. Ich weiß, dass man immer Vorkehrungen getroffen hat.
Ich kann mich daran erinnern, dass meine Eltern mich abends in den Keller gebracht haben, in einen Raum. Er blickte Severus an und fügte hinzu. Und ich kann mich daran erinnern, dass sie mich am nächsten Morgen wieder genau dort herausgelassen haben. Ich bin nie umhergestreift und habe keine Menschen... Remus' Kehle schnürte sich bei dem Gedanken zusammen, nur einmal beinahe einen Menschen umgebracht zu haben. Als Tatsache hielt Severus ihm vor Augen. Sie haben damals das Leben von vielen Kindern in Gefahr gebracht, nur weil sie Pettigrew in die Finger bekommen wollten. Und da halten Sie mir noch heute vor, dass ich dafür gesorgt habe, sie von der Schule zu entfernen? Remus nickte verbissen. Nun war er wirklich sauer, denn er hatte den Wolfsbandtrank in Harrys drittem Schuljahr natürlich nicht absichtlich vergessen. Doch noch wütender war er, weil Severus recht hatte. Es hätte nicht passieren dürfen. Es hätte ihn nicht so aus der Bahn werfen dürfen, Peter auf der Karte zu sehen und zusätzlich noch Sirius. Alles hatte plötzlich einen Sinn ergeben und einzig die Gelegenheit, den wahren Mörder von Lily und James seiner gerechten Strafe zuzuführen, war an diesem einen Abend noch wichtig gewesen. Gerade wollte Remus sich zu der Situation äußern, da schüttelte Severus sanft den Kopf und sagte mit ruhiger Stimme: Die Gründe kenne ich nur zu gut, aber stellen Sie sich vor, was geschehen wäre, hätten Sie in dieser Nacht womöglich Harry, Hermine und Mr. Weasley getötet. Mich vielleicht gleich noch mit, kein großer Verlust. Ich war zu diesem Zeitpunkt sowieso bewusstlos. Selbst für einen Widerspruch hatte Remus keine Gelegenheit bekommen, denn Severus riet ihm eindringlich: Vergessen Sie Ihren Trank niemals. Werde ich nicht, murmelte Remus schuldbewusst. Ob es Angst gewesen war, die Severus dazu angetrieben hatte, ihm diesen als Ratschlag getarnten Befehl zu geben, konnte Remus nicht deuten. Viele Menschen durften sich in ihrem Leben Fehler erlauben, aber er selbst, das wusste er schon als Kind, musste besonders wegen seiner Infektion immer mit wachen Sinnen agieren. Severus ließ ihn allein, ohne ein weiteres Wort zu verlieren, und Remus seufzte, bevor er sich ein Kissen von der Couch nahm, um auf ihm auf dem Boden zu knien, damit er die nächste Pflanze aus der Liste und die Lupe nehmen konnte. Im Erdgeschoss hatte es sich Harry auf seiner Couch mit einem Buch gemütlich gemacht, als sich plötzlich die Tür öffnete und eine verdutzt dreinblickende Ginny ihn begaffte. »Was ist? Hab ich was im Gesicht?« Harry tastete vorsorglich seine Mundwinkel ab. »Nein, es ist nur ein seltenes Bild, dich mal mit einem Buch auf dem Schoß zu sehen«, scherzte sie. Nörgelnd versicherte er: »Ich kann lesen?« »Ist ja gut«, sagte sie schmunzelnd, bevor sie ihren Stab nahm, um eine Windel für Nikolas herbeizurufen. »Ich gehe gleich wieder zu Pomona. Du hast doch nichts dagegen. Neville ist ja auch da. Harry, vielleicht möchtest du mitkommen.« »Nein, ich habe Hermine was versprochen und das möchte ich halten. Grüß Neville schön von mir, ja?« »Mach ich«, sagte Ginny und war auch schon wieder verschwunden. Früher wäre Harry sicherlich lieber mit Ginny mitgegangen, um sich mit ein paar guten Freunden die Zeit zu vertreiben, aber es war seiner Meinung nach momentan nicht nur wichtig, für Hermine Bücher zu wälzen, sondern er hielt es auch für richtig. Außerdem, und das konnte er selbst kaum fassen, machte es ihm Spaß. Er musste zwar nur 3 Zutaten recherchieren, aber schon dieser Fisch war so spannend, dass die bisher gesammelten Informationen Harrys Interesse an Meerestieren geweckt hatte. Der Drachenfisch konnte von Muggeln nicht gesehen werden und wurde von ihnen höchstens als ein seltsames Licht im Wasser wahrgenommen, denn er besaß Leuchtorgane und gerade diese Leuchtorgane zählten zu den begehrtesten Zaubertrankzutaten. Einen Augenblick lang fragte er sich, ob der Trank der ewige See heißen würde, weil viele Zutaten verwendet wurden, die einem Gewässer entsprangen. Anders als seine Verwandten liebte dieser magische Fisch auch das Süßwasser und verkroch sich gern in den unterirdischen, gefluteten Höhlen der schottischen Seen.
Die Drachenfische waren nicht sehr selten, aber sie hatten für den Magier von heute kaum eine Funktion. Als Speisefisch taugten sie nicht. Zudem waren sie durch ihr hässliches Äußeres nicht als Zierfische geeignet. Und das hatte in einem Buch von einem Alchemisten gestanden, sie waren ausgesprochen angriffslustig, wenn man ihnen zu nahe kam, auch wenn sie maximal nur 40 cm lang werden konnten. Die grätigen Zähne, die Harry auf einer Zeichnung sehen konnte, waren mit Sicherheit messerscharf. Er notierte sich alles über die Leuchtorgane, ihren Sitz im Fischkörper, ihre Funktion und bekannte Tränke, in denen sie Anwendung fanden. Er fand sogar eine Auflistung von Seen, in denen diese Fische gesehen worden waren. Das zweite Tier, über dessen Schuppen Hermine etwas erfahren wollte, war ein Knucker. Die Stirn runzelnd überlegte Harry, ob er damals in der Schule jemals etwas über ein Tier mit einer solchen Bezeichnung gelernt hatte. Ein Lexikon wälzend, welches Hermine ihm vor Jahren mal geschenkt hatte, fand er die Antwort. Ein Knucker war ein maximal 6 Meter lang wachsender Wasserdrache aus der südenglischen Region, dem nachgesagt wird, nicht nur das Vieh umliegender Dörfer zu verspeisen, sondern die Einwohner gleich noch mit dazu. Diese Wesen gab es aber, sofern er dem Nachschlagewerk Glauben schenken durfte, schon seit vielen Jahrhunderten nicht mehr. »Es muss sie noch geben«, sagte Harry trotzig in den Raum hinein, womit er Hedwig ein als Kommentar entlockte, während Frogs nur einmal seine Flügel spreizte, sein Gefieder schüttelte und gleich darauf wieder seinen Kopf unter seine Schwinge steckte, um noch ein wenig zu dösen. Es musste noch einige Knucker geben, denn sonst hätte Severus den Trank nicht brauen können, dachte Harry. Er machte sich Notizen, wo man, Legenden nach, das letzte Mal so einen Wasserdrachen gesehen haben wollte, bevor er nach anderen Zaubertränken suchte, in denen die Schuppen des Tieres Verwendung fanden. Aber da wurde er nicht fündig, so dass er sich das Bild eines Knuckers per Zauber kopierte, es in seine Hosentasche steckte und gleich darauf zum letzten Punkt überging, der auf der Liste stand. Gesucht wurde ein Mineral, welches sich als Nierenstein in einem Tier ansammeln konnte, das man Finterich nannte. Zum zweiten Mal stutzte Harry, denn auch von diesem Wesen hatte er noch nie gehört. Laut Lexikon war es ein Säugetier auf 4 Beinen. Die Körpergröße schwankte zwischen der eines Kaninchens und der einer großen Hauskatze. Es handelte sich laut Enzyklopädie-Eintrag um ein scheues Fluchttier, das seine möglichen Feinde mit ausgeklügelten Täuschungsmanövern gern in die Irre führte, um leichter entfliehen zu können. Als Hermine von Mineralien gesprochen hatte, wäre er nie im Leben darauf gekommen, dass damit ein Nierenstein eines bestimmten Tieres gemeint sein könnte. Ein Fisch, ein Wasserdrache und ein Säugetier. Alle drei Wesen und die Zutaten, die sie lieferten, hatte Harry gründlich recherchiert und er spielte mit dem Gedanken, Remus seine Hilfe anzubieten, damit der bei den 21 Pflanzen nicht zu viel Zeit benötigen würde. Soweit zu unserer heutigen Episode von Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und natürlich auch ein Abo, damit du keine Folge mehr verpasst.